Doch, ja, komm, dann machen wir mal einen Klassiker einfach auf Pfoten erstmal. Möchtet ihr Pfoten 1 oder 2 haben? Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Naja, 2 ist auch im Turnier cool drin, also dementsprechend. Ne? Nee, nee. Mein Dann spiele ich gar nur. Sehr gut. Einfach mal Mordor spielen, wenn wir schon bei Klassikern sind. Das klassischste Matchup überhaupt, darauf freue ich mich jetzt schon. Dann zeig aus, was ihr drauf habt. Silokos, danke, dass du dir die Zeit auch für mich nimmst. Ja, ich Sehr kenne dich gütig. immer. Jetzt sehen wir hier direkt ein Spitzenspiel, wahrscheinlich besser als alles, was wir im Turnier sehen werden. Ah, jetzt hypst du mir nicht zu sehr, ich bin auch zu eingerostet, also. Ach, Mist, ich habe meine Grafikeinstellung. Wird schon funktionieren. Dann baut Eigentlich Silokos spiele mal nur ein gegen paar Mordor. Ich spiele nur Orks weniger. Mordor, passiert schon nichts. Baut dann was weniger, das wird schon funktionieren. So, ne? Elendil in hellblau, in Babyblau, wie wir ihn kennen und lieben. Gollumblau, lieber. Gollumblau. Das habe ich überhört. Ohne Mist, ich hasse die Farbe Grau. Es sieht Ah, stellenweise so ich ähnlich aus liebe wie den sie. Creeps und sowas auf der Karte. Ich liebe sie. Okay, schon mal den ersten Unterschied zu Fubuki entdeckt hier, zum Fubukis Mordor Gameplay. Das ist schön. Also, er spart ja auch sehr gleich. Wie bitte? Er spart ja auch sehr gleich für seine Bogenschützen, die in 5 Minuten kommen oder wie. Ja, die Ork auf der, ja. Ja. Also bisher sammelt der die bis er 6 hat quasi und Ach dann so, benutzt er die ja. auch wirklich. Damit er sicher Saurons Einfluss hat. So desperate für Sauron-Levels bin ich ja nicht. Ja, der hat sich da tatsächlich so wirklich so, okay, ich mache das für ein Level und das für ein Level und dann baue ich quasi Sauron, während ich noch das für Level 3 dann bekomme. So, das war sehr, sehr in der Sache. Er spielt ja auch nichts anderes den ganzen Tag, ne? Wie blöd war das? Elendil. Elendil macht einen Gandalf-Forsch, das ist auch sehr schön. Ich mag diesen einen Gondor-Soldaten, der da hinten einfach am Arsch der Welt steht und einfach nicht mitkämpfen will, Ja, so. der hat Bock. Der hat Bock. Gerade gemacht, ja. Schaffen es die Orks überhaupt alleine, so ein Duländer-Clip zu Mit machen? Aufseher schon, ja. Ja, mit Aufseher. Ohne Ich meine, sportlich. ohne sportlich. Okay, Nee, also ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, wenn du es ganz perfekt microst, aber es ist auf jeden Fall zu risky, als man es normal machen sollte. Dann haben wir Pippin. Dann können wir aus. Ich meine, Spells gibt es ja noch nichts Besonderes zu sehen. Wie sehen die Ja ganzen doch, ich Over, habe meinst schon du bei Grund. Mordor? Hallo, Ja. aha, da kommt Grund an. Nice, wunderbar. Ja, ich war schon auf Grund, ja. Ja, man muss ja auch vorausplanen, so, ne? Damit man weiß, was kommt. Weil Grund ist so schon teuer, deswegen spare ich auf ihn schon mal, dass ich mir Geld bezahlen kann. Ja, ist gut. Ach nee, du hast meinen Schnüffler Wo haben getötet. wir Gemein. überhaupt? Halb 5. Hey. Ja. Ja, ich muss heute Abend noch gegen Marzo spielen. Das wird lustig werden. Wunderbar, wir sind Dinge. Ich kann es leider ja nicht offen kommentieren, weil sonst weiß es Leukos, was Elendil macht und andersrum. Worteinheiten. Das sind ja meine Orks, das weiß ich auch so, Ja, dass ich nicht. das ist richtig. Er tötet deine Orks. Hast du den Schnüffler dafür nicht nutzen wollen oder ist er Der ist gebrochen? gestorben, Ah, er so. wurde heimtückisch umgebracht, als er in die Base gerannt ist. Ah, das ist sehr gemein. Das ist echt mies. Tut mir leid. War Crimes und so. Also tut mir nicht leid, aber. Ach nicht, schade. Wir sehen tolle Dinge, die hier gebaut und gemacht werden. Ganz tolle Dinge. Ich nach Denitor, oder? Denitor? Ja gut, du weißt ja nicht mal schön, welche Seite ich meine. Das ist lustig. Ja, aber Ich sehe, ich kann natürlich nicht sehen, ob er Denitor baut. Nee, aber ich sehe, dass seine Base leer ist und es riecht nach Denitor. Oder er rusht halt Amroth, aber ich glaube, das macht er nicht. Also ich denke mal, Elendil ist nicht so ein Typ, der mir jetzt hier ein Denitor Fubuki Cosplay hier hinhaut. Hoffe ich mal. Bin ich. Hoffst du? Weil die Sweat, die will ich nicht spielen, da weigere ich mich. Wenn das irgendwann Meta sein sollte, dann weigere ich mich, Gondor zu spielen.
Ja, Intelligenz Beast, Let's Commentate, du weißt es gerne, das ist richtig. So ein cooles Let's Commentate. Theoretisch bin ich nur überlegen, die alten Serien wieder aufgeben zu lassen, so ein bisschen, und einfach bei 0-0-0 einzustarten oder so. Muss man mal gucken. Ich meine, wir haben ja jetzt einmal das Turnier jetzt vor uns mit Pfister. Warum hast du denn einen Mal gucken, was ich überhaupt kommentieren kann oder nicht. Elendil hat schon diesen tollen Troll gesehen, der jetzt Troll-Dinge machen wird. Den wir trollen und den Piken rein und sterben. Das wäre natürlich ein absoluter Buffer-Move von dir. Ja? Genau das und nichts anderes. Schade ist nicht, wie in so einem 1, dass man Spellpunkte bekommt, wenn Orks sterben. Es ist schrecklich! Eigentlich auch noch so Latten, die heulen schon wieder rum, dass es irgendwas schrecklich sein soll, aber in einer Lüge. Mein Lieblingswort, ey, das Ding ist schwer. Ja, Troll Harris ist klingt halt echt mies, so, ne? Find's ja, aber ist halt auch. Ah, was ist lustig, wie du mit deinen Orks da so über die Mauern hin und her rennst. Hat was. Von sowas bin ich tatsächlich noch sehr weit entfernt, dass man die ganze Zeit Informationen vom Gegner sammelt, um daraus was zu machen. Guck mal, Schalter. Gut entdeckt. Oh. Hauptsache, der Troll ist da eiskalt durch die Lücke gerannt. Ja, ich hab auch gerade Leck gesagt, hab ich gedacht, oh Scheiße, ich hatte ja einen Troll, Moment. Was macht der denn da? Oh, die sind viel wunderbar. Du musst es bewachen, Elendil. Soldatenbataillon einsatzbereit. Oh. Das sieht doch ganz solide aus. Oh. Hier sehen wir eine Seltenheit an Einheiten, die man sonst nie sieht. Gondorvogis. Nicht, ja. Nicht mal, dass nur das existieren. Das ist korrekt, Gondorvogis. Gondorvogis. So geht. Warum Gondorvogis, Elendil? Wenn man eine Trolle töten möchte. Böse wie er ist. Ja, aber weil ich den Bock drauf habe. Danke. Meine Gondorbogenschützen werden halt immer so belächelt einfach so, ne? Weil sie echt nicht schlecht sind, also inzwischen. Soldatenbataillon einsatzbereit! Die sind so gut. Meine Trolle kann ja den scheiß Wagen sterben, das ist ganz geil. Bogenschützen sind bereit. Waren die Bogen schon immer drei Reihen? Also die Gondorbogenschützen waren immer drei Reihen, ja. Die Waldläufer nur zwei. Die Gondorbogenschützen sind vergleichbar. Ja, du spielst ja auch Gondorf einfach falsch mit deinem komischen Denitor. Soll man ja Gondor nicht spielen. Vermisst du, dass bei Seleukos nicht überall 20 Orks in der Schleife drin sind? Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Ja. Bin gerade beschäftigt, Moment. Also als ich vorher vom Buki vorhin hingeguckt habe, wirklich, da waren nur noch 17 in der Warteschleife und hatte direkt auf 20 Level, ne? Ja, wenn man so gewohnt ist, dann. Richtiger Wahnsinniger. Süßen Orks hier. So, hier oben mit Geharris und Brief drin, aber. Nö, diese Armee ist schon groß genug. Halt die Klappe. Ja, das war gerne. Moinsen, wäre es möglich, Elendil leicht lauter zu machen? Noch lauter zu machen? Was ihr Leute, was ist laut genug oder was? Weil Elendil drückt mir jetzt schon die Ohren voll. Kann ihn doch mal lauter stellen, aber. Bei Lendl habe ich eigentlich vorhin lauter gemacht.
Komm, dann kriegst du Leukos hier nochmal ein bisschen Dampf hinter und Elendil auch nochmal zu. 20%, jetzt werden meine Ohren sterben. Deine Ohren werden sterben, so muss man. Elendil würde ich am besten muten. Ja, die Bogenschützen sind bereit. Hier, ich darf ja nichts sagen, Mann. Elendil weiß ja gar nicht, was mir alles erwartet. Einiges. Und Ork. Einiges. Eine riesige Armee aus nur Unsoldaten gleich. Grons. Aus Grons. Das Ding ist schwer. Er sammelt schon mal für Grons. Aber hat sich jetzt gerade ein bisschen so beruhigt. Das gerade sehr viel, würde ich ja. Sagen. Ja, nee, es ja. Hat, ja, ich würde sagen, es hat sich beruhigt so. Ne, die Seiten haben sich verhärtet, die Fronten. Mordor, CP, Gondor, CP. Gondor mit viel Geld. Kankra war in Finul mein absoluter Lieblingsspell. Fubuki, danke für deine Subscription, dafür, dass du den nächsten Mal wieder bitte Fubuki muss raus, bitte emoten, dankeschön. Kankra war so cool, weil die so ein guter Heldenkiller war früher. Also ja, vor allem war Kankra früher richtig cool, weil sie einfach beim Spawn die gegnerischen Helden, die gegnerische Armee 20 Kilometer weit weggeschmissen hat. Ja, der auch gar nicht broken oder so. Es war gefühlt der einzige Spell im Mordor Spellbook, der richtig gut war früher, Mann. Ihrer Weisheit. Weil, hatte früher nicht Mordor auch die Barrikade oder sowas? War die nicht auch piss broken? Ja, oh, ja, okay, alle Türme waren broken. Punkt. Jetzt kannst du gleich sehen, wie, was ich gemeint habe mit tödlicher Pfeil gegen Trolle. Ja, ich weiß, dass der gegen den Troll gut ist, aber irgendwie gefühlt ist das. Das ist so der einzige Anwendungszweck von einem Ding. Was ich ein bisschen schade finde. Ist absolut interessant, dass du so viele Gondor schräg dich an hoch ihren Bogenschützen baust. Oh, kommt hier irgendwas Lustiges? Da haben wir den da. Ah, da kommt das Auge. So. Ja. Ja, wobei. Ah, der Steinhagel, das geht. Aber die Schlacht sieht doch ganz gut für Lendl jetzt mittlerweile aus. Ja, meine. Naja, geht. Also, könnte schlimmer sein, ne? Den guten Nahkampf, Faramir? Ja, Faramir im Nahkampf ist echt gut. Also, er hält ja nicht so viel aus, aber er ist ein echt guter Heldenkiller im Nahkampf. Ja, damit macht er viel, das weiß ich. Ne? Der hat eine hohe Attack-Speed, ne? Soweit ich weiß, ne? Nee, niedrig. Nee, relativ langsam, aber macht gut Schaden. Ja, genau, das so. Oh, my bad. Was soll ich jetzt machen? Was sollst du jetzt machen? Mehr mit deinem Orkschwamm überall rumlaufen. Der Orkschwamm aus 3 Bataillonen? Ja, zum einen Schwamm. Ein kleiner Schwamm, aber ein feiner Schwamm. Kleiner, aber feiner Schwamm, ja. Und deswegen musst du halt überall mehr Orks in die Kaserne reinbringen. Wo ist das Sammelbanner? Oh, wir werden, also. Und der Sammelbanner überhaupt an sich so? Oder wenn ich Upgrades für Dings haben will, aber ansonsten nicht. Okay, also für den reinen Ausbildungs-Speed-Buff aus. Nee, wobei es sich wahrscheinlich lohnen würde. Also, ich keine Ahnung, ich bin halt irgendwie noch mit 441 sozialisiert, dass es das Ding noch nicht gab und deswegen brauche ich nie. Okay. Also, es hat jetzt keinen rationalen Grund. Ja, mal Fubuki vielleicht im Chat antworten, ob der. Fubuki hatet mich dafür schon seit Jahren, dass ich das nie mache. Und Elendil spielt natürlich kein Mordor, deswegen wird er die Aussage tätigen. Ich würde ja aber auch bauen, also so ist nicht. Okay. Oh nein, tötet doch nicht meine beiden Orks da oben. Nein, Elendil, die waren doch so friedlich und nett da oben auf der Mauer. Gut, dass die Bogenschützen nichts mehr machen. Bogenschützen? Hallo? Ja, wollen sie nicht, keine Ahnung.
Das bleibt auch da, wenn ich jetzt schon meinen Goreberg beschwöre. Ha! Gelände leicht in der Bedrängnis mittlerweile. Also, was machen die Bogenschützen da? Die schützen ihren Bogen. Nicht den Nork angreifen anscheinend. Ja, nee, das kann ich meinen Problem nicht melden. Das geht immer nicht. Soldatenbataillon einsatzbereit. Ich hab keinen Bock, das Fahrer mir levelt, das lassen wir mal schön. Was? Daran habe ich nie gedacht, aber stimmt, ja. Aber Fahrer mir trotzdem gelevelt, alles gut. Ja, nee, der lädt halb so schnell halt nur noch dadurch. Ah. Rolle in der Base, das ist eventuell nicht so geil. Ja, aber ich glaube. Ja, das sieht nicht so rosig aus. Sieht nicht so gut aus. Nee, also sieht rosig aus für Seleukos, ne? Erstmal schönes Video. Sie wird auch ein Game, wo eigentlich EG. Also da wenn jetzt Kampf, wenn ich jetzt nicht Volguldo gebaut hätte, hätte ich auch Kampftrolle machen können, weil. Hier hatte ich jetzt halt die Spellpunkte schon recht weit, jetzt habe ich Dunkelheit und wenn ich jetzt quasi, weil ich eh ziemlich gut da bin, dann hatte halt auch keine Upgrades oder irgendwas. Und wenn ich da jetzt da einfach meine schön gelevelten Trolle mit Upgrades hätte, die hätten da auch ordentlich reingekillt. Ja. Die ganze Zeit drauf gewartet, dass diese Orks endlich mal sterben, damit ich eine Stallung bauen kann. So, ja. Muss ein Pippin schicken oder so, ja. Ja, die waren schon ein bisschen hart, die Trolle da. Die Orks da oben. Ja, ich hatte das Geld ja längst. Ja. Aber wir hatten beide eine positive Verhältnis von gefallenen zu besiegten Einheiten. Oh, das ist aber eigentlich ziemlich peinlich. Ja, maybe schon, ja. Elendil, was hättest du denn, glaube ich, anders machen können sollen, dürfen? Ja, ich hätte aber trotzdem die Stellung bauen sollen. Okay. Das hat mich tatsächlich gewundert gehabt, dass du so lange keine Reiter gebaut hast. Ich wollte es aber nicht ansprechen während der Partie. Ja. Hätte ich trotzdem, also ich glaube nicht, dass ich damit irgendjemanden groß überrascht hätte, insofern. Ich glaube, du hättest einfach die Crit um Bogenschützen nerven sollen beim Patchen. Naja. Ja, nee, ich weiß nicht. Die Little Bogies, ne? Ja, die sind Little. Ich meine, das halt die Orksings kosten, kann ich mir halt recht früh holen. Mhm. Ja. Oh ja. So. Das muss ja den Lenny noch reinlassen. Ja. Ich hoffe, die Tür zu machen hier. Nee, war an sich ein cooles Spiel. Ihr könnt ja mal, wer für euch ein guter Lolo-Spieler ist oder Isengard. Du magst auch Isen bestimmt. Wäre auch ganz lustig zu sehen. Mal Lolo spielen. Oder soll ich was anderes spielen? Also. Nee, mega. Also für mich wären nochmal Lolo und Isengard ganz lustig zu sehen. Tatsächlich würde ich mir aber das selbst als Zuschauer mit Rotos Replay, ne? Ja, ne? Ja, das kannst du nicht speichern, ja. Ja, das mache ich mal eben ganz kurz. Replays. Last Replay. Warum? Achso, das ist von. Warte mal, ich habe. In verschiedenen Versionen speichert er verschiedene letzte Replays. Wenn das ja, ist. Ich weiß nicht, warum das auf Deutsch tatsächlich ist. Weil ich habe mein Game auf Englisch installiert. Vielleicht letzte Wiederholung. Ach, keine Ahnung. Egal. Du musst das Datum schauen im Zweifelsfall. Ja, nee, ran. Es ist von heute. Ist von heute. Ich hab mich nur gewundert, dass es auf Deutsch ist. Achso, warte. Ah, stopp. Ah, Grafik. Kaun, sag mal, wo waren auf der Map nochmal die Creeps? Auf der Map? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Also, ich glaube, oben und unten waren Spinnen. Also oben und unten waren da wie Spinnen. So quasi in der. Ja, in den Ecken gibt es auf jeden Fall auch Waage, soweit ich weiß. Ja, Waage waren so an diesen Bergengen so. An genau. Ja. Und an den Vorpost waren Trolle, meine ich. Und irgendwo Orks. Ja. Nee, waren auch Trolle auf jeden Fall. Ich glaube, da waren sogar beide. Ich glaube, da waren Orks und Trolle da in den Ecken da unten. Nee, Spinnen sind da, glaube ich, oder?
Die Spinnen sind, glaube ich, nee. Unten neben deiner Base oder auf Höhe deiner Base, da Richtung Mitte hin. Ja, irgendwo geht's auch Spinnen. Ja, aber ab ins nächste Game. Also, warum ist mein X weg? Warum ist mein X weg? Wer hat mein X geklaut? X, 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 X. Aber ich bin mal gespannt, das zu sehen. Meine Länder, ich glaube, Isengard war auch mal dann ein Kriegsvölker, soweit ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sagen die Leute einfach immer. So, ist es nicht? Das, ich weiß nicht, ob du im Kopf hast, dass du es gerne spielst. Ich glaube, das war in dem einen Turnier damals, immer gegen Mordor gewonnen hat mit Isengard, deswegen sagen alle, dass du Isengard so magst oder so. Was ist dann dein Lieblingsvolk? Gondor wahrscheinlich. Warum hast du damit Gondor verloren? Trolle böse Sachen machen. Das ist richtig. Hashtag Team Luke ist hier verboten. Das sage ich gleich, wie es ist, mehr genug, ne? Du darfst entweder Team Melende hier schreiben oder du musst oder schreibst gar nichts. Und diese Option gibt's. Ah, okay, das sind. Ah, Leute, also du bist ja mal mega sneaky hier. Du bist ja auf einem anderen Level smart. Wenn ich jetzt wüsste, dass du von mir redest, würde ich mich jetzt wohlfühlen, aber ich weiß es ja nicht. Ja, das wird ja niemand herausfinden. Oh mein Gott, ja, sowas, das habe ich nie gedacht. Oh, shit. Hab ich noch nie so gemacht. Finde ich brillant. Wollte ich jetzt nicht, finde ich geil. Jetzt. Oha, ich habe sogar Team Melende geschrieben. Sehr gut, das will ich hören. Perfekt, ja, wunderbar, sehe ich auch, ja. Okay, finde ich, so Leukos, schöner Move, keine Ahnung, hab ich an diese Möglichkeit, habe ich nie dran gedacht, nicht so cool. Gerade. Finde ich auch cool. Nee, finde ich besser. Einfach mein Horizont wurde gerade einfach einfach verdoppelt quasi so, ne? Mindblown. Nicht nur erweitert, es wurde verdoppelt mein Horizont. Ah, natürlich, ich habe nicht mehr das Geld zurückbekommen. Die kamen noch raus, also der Anfang vom Bataillon kam noch raus, die ersten drei oder so, deswegen. Vier insgesamt. Also hey. Richtig Wurst. Ja, ist doch geil. An sich finde ich es faszinierend, dass du Doomländer baust gegen Lolo. Ich dachte, Lolo sollte eigentlich eher ganz gut sein dagegen, oder nicht? What the fuck? Okay. Ja, da haben sich meine Einheiten im richtigen Moment getan. Ja. Aber jetzt hat er trotzdem mehr Stuff, das ist gemein. Holy shit. Also dieser 50% Movement Buff sieht auf jeden Fall schon böse aus auf uns so. Ja, Elendil, klauen die Ressourcen. Sonst könnt ihr euch dahinter stellen und dann drauf fahren, vielleicht. Hashtag Team Brechstange. Also, ihr macht euch hier immer unbeliebter, ne? Da seid ihr bewusst, ne, Jungs. Glaubst du, ich gewinne den Kampf mit haufenweise Piken gegen deine Schwerter? Finden wir es raus. Hast du so viele Piken gebaut, weil du Angst vor Wagen hattest, oder? Ich hatte auch nicht nach der Waage gebaut und wollte halt zwei Trupps machen, dass ich halt getrennt rumlaufen kann einfach. Achso, okay. Und zwei Orten auf der Map und wenn er halt Waage hat, dass ich dann. Ja. Aber. Kann dieser eine auch Bogenschütze mal aufhören? Nein. Hat auf jeden Fall Spaß gehabt. So, hier sind wir die hier. Und von hier. Ne, Elendil ist arm leider. Das ist problematisch. Also, Lokos ist auch arm. Wir sind die Schwerter Loriens. Sind alle arm. Belastend. Oh. Nein. Keine Waage. Dieser Doomländer-Spam, er ist real. Er ist real. Hat das so viel Sinn, mit dem zu fighten? Ah, gegen Lorien kann man schon machen.
Weil ich ja Piken hab vor allem. Ja, okay. Wir kämpfen für Mittelerde. Bei mir ist das im Kopf so drin einfach, du schickst sie gegen Gebäude, weil da sind sie einfach godlike. Aber ist auch noch so gefühlt aus ADH, wo die einfach Gebäude getourtet haben. Ah, hier tourten die einmal eine Loren anhalten gerade. Hat doch auch was. So, aber wir wollen natürlich, dass die Mächte des Guten siegen. Tut mir leid, Daniel. Dann kaufen wir ein paar Bären oder so. Oh, die Seiten hier, die sind noch. Also hier sind Waage, da sind Schnee, da sind versiegt und Aspen. Ist sehr lustig. wo ist der Grimbeon Wash? Das. Ja. Wo ist er? Seleukos. Wo ist er? Da ist er. Wo ist Grimbeon? Ich will Grimbeon sehen. Du willst mir hinterher laufen in die Waage rein? Nee, hey, lauf du nochmal in die Waage rein. Jetzt kommt der Piken Harris hier. Jo, sieht doch ganz. Oh Gott, da kommen sie. Da kommt Galadriel. Mit Ring. Wo ist Snens? Wieso, was ist denn mit. Wieso, was ist mit Snens? Hab ich einen Job verpasst? Muss Snens hier sein? Nö. Ich will gerne mehr über Dinge reden, die hier passieren, aber ich will ja nicht gegenseitig spoilern. Belastend. Kannst du immer nur einen von uns spoilern? Ja, aber es also ist ja schon gemein. Wäre schon gemein, so, wenn ich jemandem hier einen Vorteil geben würde. Wenn du das Lände sagen würdest, dass ich zum Beispiel gerade einen Baumwald und Flinkbaum in seiner Base habe. Ja, das wäre schon, nicht so geil. Ne? Also, sollte ihr Lände nicht so einfach mitbekommen. Eine Runde unter Turnierregeln ohne Teamspeak. Ich spiele halt kein Turnier. Ich meine, das Ding ist im Turnier, kannst du auch an einem Voice zusammenhängen. Das ist ja kein Problem. Wenn wir ein Turnier natürlich kommentieren werden, dann sind die natürlich dann nicht. Ja, moin. Also, wenn ich kommentiere, dann sind natürlich die Spieler losgelöst, aber es ist jetzt vor allem für mich so, dass ich mal hier so ein bisschen sehe, immer so die Völker spielen kann, worauf die so ein bisschen gehen, was sie achten, wann sie was bauen. Das ist mich halt ein bisschen interessant zu sehen. Ja, Konseleukos, was am Anfang fand ich so super cool, sneaky. Das fand ich echt schön. Oh, schlechtes Timing. Oh, ärgerlich. Da kommt ein Pfeil runter. Ja, gerade als ich die Dingens gemacht habe. Naja. Die Jagdpfeile. War sogar unbeachtet von mir. Ach, verdammte Animationszeiten. Belastend. So, wir sind ersten Urukai. Was mich tatsächlich verwundert ist, warum es keine Waage hier gibt. Das wundert mich ja, so. Gegen Lorien sind natürlich Reiter auch immer so eine Sache, weil Lorien Piken so schnell sind und sie dann random tarnen können manchmal. Okay. Also, es ist, kann man schon gut machen, aber ist jetzt. Für mich sind Reiter gegen Lorien immer so gefühlt nur so ein Pflicht einfach, aber. Keine Ahnung. ist wahrscheinlich auch noch einfach altes Denken von alten Versionen. Ganz toll, als in Draft 1 Lorien keine Piken hatte. So, aber warum denn da meine Schwerte? Warum die da sind? Um von Uruk zerfleischt zu werden, nehme ich mal an. Vielleicht wollten sie sich als Opfer anbieten. Glaube ich auch. Vielleicht wollten sie gnädig stimmen, irgendwelche Opfern, irgendwelche Uruk-Götter. Ja, jetzt haben wir hier schon. Na, also, aber creep-technisch seid ihr beide, habt ihr die Seiten ja sehr in Ruhe gelassen, tatsächlich, ne? Da habt ihr jetzt nicht so einen Fokus wirklich drauf gelegt, ne? Ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte.
Ist natürlich auch ein bisschen, ich meine, so Waage und sowas. Ich auch nicht von die angenehmsten gibt's, aber wobei die Waage ja schon weg sind hier. Und Prolle eventuell auch nicht. Nein. Lauft weg, bevor ihr gejagdpfeilt werdet. Also Jagdpfeile sind godlike gegen Beoringer. Ja, die werfen die halt auch um. Also die werfen ja halt doch um. Das sieht man zwar nicht unbedingt, weil sie irgendwie die Animation dann so ein bisschen. Also dann stecken sie quasi. Sieht so aus, wenn sie im Boden feststecken und da rumlaufen würden, die Bären. Hallo? Okay. Lorien hatte Grenzwächter und Tierflüsterer, das ist richtig. Ich meine, die Grenzwächter waren jetzt ja keine wirklich in 1-2-1 richtige Piken. Aber mit den Tierflüsterern und den ganzen Stunts und was nicht alles, die Lorien an Möglichkeiten hatte, fand ich das sehr, sehr cool, wie Lorien sich früher gegen Piken wehren, gegen Reiter wehren konnte. Weil das sehr individuell war. Lorien muss sich auch gegen Piken wehren können. Ja, da siehst du ja hier gerade die ganzen Piken, gegen die du da rankommen darfst. Ah, hat leider nicht gut funktioniert hier. Die Frage ist, worauf spart Elendil hier gerade? Im Zweifelsfall böse Dinge. Böse Dinge? Gute Dinge, nur gute Dinge. Du würdest also sagen, dass Saruman gut ist. Saruman ist ein ganz lieber. Ja, das ist auch lieb. Oh, die hauen trotzdem noch ganz gut da rein, die Beoringer. Holy shit. Ja, kein Crash Adventure bekommen. Was, ich dachte, wenn sie da reinlaufen, dass sie schneller gegen die Piken direkt sterben würden. Okay, krass. Und Bett? Ah, moin. Kaun, ich imitiere dich zu sehr, glaube ich. Warum? Ich habe keine CP mehr. danke, nehme ich an. Du kannst ja welche bauen, also kaufen. Wo macht man das mit Lorien? Im Heiligtum war das, oder? Nee, Schmiede. Okay, dann baue ich meine Schmiede. Ah, sehr gut, warte. Ja, genau, kommt da auch eine Schmiede, wunderschön. Das ist ja, so muss das. Ja, worauf spart Elendil, ist die Frage. Mittlerweile fünfstellige Ressourcen hier. Fünfstellig. Ja, fünfstellig, das ist korrekt. Naja, irgendwas so 10.000 kannst du ja wohl kaufen, oder? Ist mehr genommen. Wo sind die Elchreiter? Dafür bräuchten wir erstmal einen Düsterwald-Vorposten wohl. Genau, weil die sind noch zu Hause im Düsterwald-Vorposten. Deswegen würde ich mal sagen, du gehst jetzt auf eine Seite und holst den Düsterwald-Vorposten. Und dann machst du einen Elchreiter ohne Lieb. Wäre doch ein Plan, oder? Ja, gegen Armbrustfest ist vielleicht gar nicht mal die beste Idee, ich weiß ja nicht. So viele Armbrust hat er gar nicht. Ja. Und es werden wohl auch kaum mehr werden nach der Ankündigung den Elchreitern. nee, es werden höchstens weniger. Oh mein Gott, diese vier Beoringer da. Elendil? Ich glaube, wenn deine Uchs werden heute für Beoring auch wieder benutzt. Ah, oder auch nicht. Ah, moin, perfekt. Ja, oh, dieses Level für 5 Bataillon. Was? Danke, dass du durch Miami durchgelaufen bist. Und mich ja, ich weiß nicht, was die wollten. Ich glaube, die gucken sich gerade. Die wollten einfach nur Frieden, glaube ich. Sieht so schön aus da unten. Ja, nee, ich glaube, das ist gar nicht mal so gut zu kämpfen. Das sagst du jetzt so? Ich denke das anders. Ich denke, du solltest den Kampf sehr dringend nehmen. Okay, großer Spoiler, Elendil hat das Skillspiel. Weiß, jetzt läuft es. Jetzt kann er den perfekten Counter zu Industrie nämlich auspacken. Der perfekte Counter zur Industrie ist Einheiten bauen. Siehst du, wir haben hier gerade was auf der Linie, die ganz schön aufkommt. Der auf der Seite.
so. Ach, schade. Bitte doch einfach einmal. Ja, weil halt die Ding leider. Ja, nee, ich wollte halt, darauf machen, dass es splittet und dann mit dem Bion reinrennen, wenn die Piken nicht mehr richtig stehen, aber. Ach so. Oh. Nur diese Leute, die nur splitten können und sonst nichts, also wirklich. Ja. Kann ich auch nicht. Wo bleiben die Wächter Kraskaladons? Das ist endlich mal die erste richtige Frage, die hier gestellt wird im Chat. Ich hoffe, die kommen möglichst bald. Ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind ja quasi gar nicht vorhanden. Man braucht immer noch die Upgrades dafür, oder? Ja. Ja, Upgrades und Level 3 und keine Ahnung. Ja, gut, das machst du ja eben erstmal, oder? Also, sollte ja nicht so das Problem sein. No, Lohen. Wo kommen die alle her? Im Wald. Tatsächlich aus dem Wald? Ja, das ist absolut korrekt. ich finde es so komisch, Lorien mit so vielen Nahkämpfer zu sehen, ey, holy shit. Ja, es wird auch nicht gar nicht mal das Beste unbedingt in dem Matchup. Meine Bogen sind halt auch nicht besser als seine. Nö, oh no. Nicht die armen Uruks, nein! Nee. Oh, moin. Soll nicht funktionieren. So, hier oben haben wir. Wir müssen mehr kämpfen, weniger wegrennen. Ja, immer. Ich will meinen Zuschauern noch was bieten an großen Gefechten. Mit noch mehr Isengard-Lanzenträger. Die graue Masse, sie bewegt sich. Grau in Grau. Ja. Mittlerweile hat der Lenny, glaube ich, wieder so ein bisschen die Oberhand. Ja, würde ich auch so einschätzen, ja. Hätte ich tatsächlich nicht so gedacht nach dem Early Game, da sahst du eigentlich ein bisschen besser aus. Ja, keine Ahnung, ich hab's irgendwie dann gegen die Uruks dann nicht so richtig gut hingekriegt, keine Ahnung. Uruks ist strong, Uruks müssen wir genau aufhören. Immer. Kommen die guten Dudes. Ja, er bestimmt. Stimmt denn? Das stimmt immer nicht. Wie viel CP hast du denn mal so nebenbei? 1300. Ah, nice. Alle. Oh, Haldir! Haldir! Nein, nicht Haldir. Oh ja, jetzt aber schon rumklumpen, ja Mann. Ah, jetzt kannst du die Piken reinrauchen. Ich glaub, ja, also. Das war echt nicht jugendfrei, so. Das ist echt böse. Wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg. Nee, weg da. Ich dachte, ihr wollt mal einen Ausflug machen, so nach Lorien, wie das da so aussieht, ins Grünes. Man, die Uruks kennen ja nur Schlamm und Schmutz. Nur Schlamm und Schmutz. Oh. Ja. Der hier hat sich noch nichts geholt dafür. Ich befolge keine Befehle von Orksmaden. Boah, ja. Ländlich, ich weiß nicht, ob das so gut ist da unten. Hey, Galadrim leveln. Ja, ich weiß gar nicht, aber auch nicht, ob es so schlecht ist für ihn. Also, mit dem Lutz, nee, ist gar nicht mal so schlecht. Ah, ja, dann.
Ja. Alter, er hat einen Lutz auf 4 bekommen. Ja. Sollte dich freuen. Mal sehen, was meine Armbrüste da rechts machen. Armbrusten. 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 Wo bleiben die Laternen? Ja, Seleukos, könntest du dich jetzt ja auf eine epische Belagerung bitte vorbereiten? Ja. Ich möchte Laternen sehen, ich will diese Statuen sehen. Ich möchte auch hier dieses Upgrade, eine sichere Zuflucht, oder wie hieß das nochmal? Den Nebel, den die ganze, auf der ganzen Karte, dass ich in der Mitte der Map stehen kann und unsichtbar bin dabei. Der Nebel ist auch sehr schön, ja. Der Nebel ist toll, sichere Zuflucht. Silberdorn-Upgrades für die Festung fände ich auch ganz, ganz charmant. Sehr schön, Mann. Ich meine, da würde sich die Lendl bestimmt sehr freuen. Oh, Ramen schon. Das ist ja. So, erst. Ja, stimmt. Je nachdem, wie man sieht. So, hier, der eine Speer da vorne weg. Abgepust jetzt. Wenn es jetzt ein KI-Speer wäre, dann würde man die ganze Armee mit dem Schuss treffen. Army Peak ist gestorben von dir. Oh mein Gott, davon bist du nicht wiederholen, der Daniel. Ah, Peaken läuft weg. Ah, die Dio bei Speer. Überlebende. Ich fände sie jetzt nicht nach vorne rennen, überleben sie nicht. Nein, Elendil, die waren Stufe 3. Die sind immer noch Stufe 3. Nee, easy. Ich will sie nicht so. Aua. What? Aua. Oh moin. Aua. Ja, schön gespielt, so Leute, das war nicht anders. Also, das waren jetzt 800 CP oder so? Die weg sind? Ja, Ralagas ist halt einfach OP, broken as shit. Also. Ja, broken as fuck. Unglaublich. Wir kommen aus Lorien. Du kannst ja nochmal seine Einheiten heilen, Ralagas, ist das nicht toll? Ach, hab ich noch nicht gemacht. Nee, erstmal nicht. Ich hatte eigentlich gemeint, ich schon geklickt zu haben. Deswegen. Kein Thema, ich helfe dir, wo ich kann. Ja. Ich hab dich. Das ist natürlich ein kleiner Rückschlag für Elendil und eine Comeback-Chance für Seleukos hier. Ja, Seleukos, dann würden wir uns jetzt über Elchreiter sehr freuen. Ja. Kannst rechts den Vorposten einreißen. Kannst die Base einreißen vom Gegner. Oder oben den Vorposten einreißen. Oder ist da einer genannt? Das klang jetzt gerade so, als wenn einer sein wäre und dir gerade noch eingefallen ist, dass du mir das eigentlich nicht sagen darfst. Ja, weil. Also. Dazu sage ich nichts. Elendil weiß die Antwort. Ah, das beruhigt mich. Ja, ich weiß, das überrascht dich jetzt auch vielleicht ein bisschen, dass Elendil das weiß. Bin mir noch nicht sicher, was die Grammen jetzt in diesem Fight machen werden. Chillen. Ja, okay. Ah, Jungs, das ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ah, das ist echt krass, wie viel Work diese Beoringer noch machen, ey. Holy shit. So, der harte Marsch. Jetzt wird's gestratzt, Boys, gestratzt. Wo bleibt das Stahldeck? Ja, das steht ja vielleicht hier oben links, ne? Extra Scroller. Aber das weiß der Leukos ja nicht. Wie lange geht denn dieser harte Marsch? Holy shit. Der hat schon eine Weile. Hat für kurzzeitig bis 25% Geschwindigkeit.
wirkte Junge, hat sich dieser Rahmen gelohnt, habt ihr das gesehen? Ah, ja, ist ein Ending eingerissen. Nice. Na, man baut eigene Belagerung, um die gegnerische Belagerung einfach zunichte zu machen. That's the spirit. So, wir haben... Darauf habe ich tatsächlich nur gewartet, dass die endlich mal kommen hier. Bin mal gespannt, wer kommt das... Das ist echt stark vor, muss ich sagen, hier. Also, irgendwie, ja. Sehen wir dann mal gleich, wie das eingesetzt wird. Also. Ja, ich glaube, ich habe ganz gutes Gefühl, wovon du gerade redest. Ah, okay. Nein, es ist kann man überhaupt nicht rausfinden, was das war. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich sollte auf jeden Fall keine Fliegen bauen, oder wie war das? Ich meine, Radagast. Auf jeden Fall nicht. Wir kämpfen für Mittelerde. Wir kämpfen für Mittelerde. Das ist schön. Aber warte mal. Ich meine, Mordor und Sauron gehört ja auch zu Mittelerde. Das heißt, sie kämpfen auch für Sauron. Ah. Ja, das ist genau, was damit gemeint ist mit dem Spruch, glaube ich. Ja, denke ich auch, oder? Also, was ist mit sonst gemeint? Das ist ja jetzt was anderes. Dieser Galadon, ich hätte ja gerne was anderes gemacht, aber Elendil lässt mir ja keine Wahl. Achso, ja, das ist Elendil. Wenn du mir einen Düsterwald-Vorboss gelassen hättest, dann hätte ich gleich Düsterwald-Anhalten gebaut. Kannst du ja das potenzielle Stahlwerk oben links einreißen? Das Stahlwerk, das von dem nicht gesprochen werden darf. Vielleicht ist es da, vielleicht auch nicht. Aber unten rechts ist auf jeden Fall ein Vorposten. Das kann ich dir sagen. Ach echt? Könnt ihr mal bitte da? Nein? Okay. Ja, die Fahnen sind schön von Lolo. Die mag ich. Die Wehen sind voll. Die Binde. Oh, was haben wir denn hier noch? Wie ist denn die Stahlbolzen? Ich finde das auch noch. Ich sehe nichts mehr. Aber genau die guten Reiterverräter, ja, die. Das ist Sinn der Übung, dass man nichts mehr sieht. ich finde die stellenweise, wenn die so hinten reingeschoben werden als Reiter, das ist halt echt böse. Ja. Das tut sehr weh. Warum läuft die jetzt da jetzt auf die Mauer rauf? Das ist schon ADH-Niveau-Spell, deswegen wundert mich, dass sowas nicht gibt. Finde ich jetzt irgendwie unfair, dass du dich da auf die Mauer zurückgezogen hast. Ja, schon. Ich finde, Reiter hat einfach auf Mauern raufklettern können. Ja. Ich finde es sehr unfair, dass du Mechaniken aus dem Spiel benutzt. Und das, ich finde mich auch sehr unfair. Ach, ja. So, Lulu hat jetzt viele Spellpunkte sammeln dürfen. Ich habe nur ein paar Reiter gekillt. Dann darfst du dir trotzdem mal bedanken. Danke, Reiter, dass ihr so lieb gestorben seid. Ich freue mich schon, wenn gleich Elendils gesamte Armee in deiner Armee einmarschiert und einfach sterben wird. Ah, ich weiß gar nicht, wer jetzt unbedingt sterben wird. Vielleicht ein Saruman kommt oder sowas. Oh, die Ecke pustet oder so. Ja, wahrscheinlich hätte ich schon längst mal einfach kurz auf den Saruman spawnen sollen oder so. Saruman spawnen. Feed Engine ist an. Saruman wird gespawnt. Da ist der bekannte Elbenklump mit Silberdorn, wie man es kennt und liebt. Die Uruks überleben das wohl. Seid ihr alle tot? Ja, Lurk, du bist recht tot. Wird auf dem Land kämpfen ist. Macht du tatsächlich noch Flächenschaden mit deinem Blutbad? Ja, aber nicht mehr so krank wie früher. Schade. Aber noch genug, dass das richtig wehgetan hatte. Ja. Ey, jetzt ob wir da festdacken hier. Gar kein Fan. Ja. Schießt ein Feuer, los!
Also Silberdorn auf Helden ist ja auch nicht so überragend, ne? Das tut dem Ugluk auch nicht so wirklich. Ja, gut, Ugluk ist ja auch Tank ja. Und so. Ja, bitte. Ah, die CP von Lolo sind ja etwas gesunken. Zen? Ja. Isen gut, gute Einheit, ne? Isen gut, gute Einheit. Isen gute Einheit. So. Aber was macht Elendil mit seinem ganzen Geld? Upgrades kaufen würde ich vermuten. Ja, nein, eben nicht. Er hat ja immer noch Geld. Achso, dann spart auf Saruman. Nee, ich habe tatsächlich einfach nur schlechtes Makro. Oder so. Und mir vorhin in der Replay-Analyse sagen, dass ich mein Geld nicht ausgehe, wenn er selber nicht mehr hinbekommt. auch ein Spell, auf den ich gehofft habe, dass wir den sehen können. Wir müssen dich da drauf. Ich könnte die Arme auch angreifen. Da bin ich echt gespannt. Ah, können wir jetzt. Ich glaub, ich ah, den Spell mag ich tatsächlich nicht. Und, ah, das ging ja noch. Los, Schlurz. Ja. Bleib mit dir. Wo bleiben die Schildträger? Stimmt. Die Schildträger wären ja auch nicht blöd, eventuell. Ja. Hallo, ihr müsst Radagast umbringen, bevor er noch mehr böse Dinge machen kann. Die Ramsen an der Festung. Ja. Karas Galadon ist gefallen. Nein. Ja. Er ist ja unfair. Ja. Krass, wie viel Geld man bekommt. Ich hätte tatsächlich noch so ein bisschen auf die Huons gehofft, dass sie nicht gut rausgekommen sind. Oder was auch immer, gesagt, die Huons, oder? Ja, ne? Ja, ich hätte es jetzt gehabt, wenn ich dann nicht gestorben wäre, aber. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie eine Early Game verkackt. Also, ich habe irgendwie gedacht, nachdem ich die Dunlandhütte am Anfang gekillt habe, dass er nicht mehr durch die Dunlandhütte kommen, aber dann haben die danach dann doch ganz gut gekämpft gegen die Loren-Einheit und dann. Ja, gegen Speere kannst du damit kämpfen, das geht. Ja. Ja, aber also nochmal wegen den Barkreitern und so, also für mich wäre das so natürlich gewesen, gegen Lorien Barkreiter zu bauen, ich weiß nicht. Also Leukos meinte schon so, dass das eventuell nicht so geil ist immer gegen Lolo. Ja, ich weiß nicht, da meinte Lorien im Early Game halt eh hauptsächlich Schwerter und Piken und vielleicht ein paar Beorninger baut, sind halt alles Sachen, wo jetzt die Waage nicht so gut sind und die kosten halt schon recht viel, womit man das nicht verbilligen kann. Ja, ja. Und wenn dann so ein Haufen Loren Schwerter und Piken hast, die über die Karte rennen, mit dem Creep ein bisschen gelevelt sind oder sowas, und du dann halt irgendwie nur Waage und vielleicht ein paar Dunländer hast, dann, ja. Und Eleni, wie stehst du dazu? Also, zu Waage? Naja, ich... Dass mir die Dunländer-Hütte ganz beginn gleich kaputt gegangen ist, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Und wenn du dann nicht so einen Tempovorteil hier rausspielen kannst mit den Dunländern, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich nicht so den Raum habe für Waagreiter. Okay. Gut. Hab dann lieber zwei Speer gebaut und dann direkt auf Orks. Seleukos ist ein bisschen leiser. Seleukos wird nicht. Ja, hat mich gewundert, weil du warst tatsächlich ein bisschen leiser, deswegen hat es mich gewundert, gehabt, dass Leute über Lendl sich beklagt haben. Da mache ich meine eigene Lautstärke runter, mein Gott, so. Dann brüllt ihr mir nicht die Ohren hier voll. Nee, wunderbar, waren sehr coole Spiele. Ich werde mir die auf jeden Fall nochmal die Tage ein bisschen angucken, um genauer darauf zu achten, wie ihr so ein bisschen gebaut habt und sowas. Finde ich sehr cool. Aber tatsächlich habe ich nicht mehr wirklich Zeit, um jetzt selber noch One zu spielen. Hatte ich eigentlich noch vor, weil ich gleich eigentlich in einer halben Stunde weg sein will, eben kurz. Dementsprechend, ich bedanke mich herzlich bei euch beiden. Dafür. Seleukos, wenn du mal irgendwann die nächsten Tage oder Wochen mal für mich bereitstehen würdest für ein Running One oder so. Ich würde es mal gerne gegen dich auch mal probieren. Ja. Wie lange ich durchhalte. Ja. Sehr cool. Ja, und auch an dich, Daniel, vielen Dank für deine Expertise heute. Gerne. Gerne, wunderbar. Ne? Übungsstunden werden noch wiederholt die nächsten Wochen. Wird schon toll werden. Ja, und dann will ich mich tatsächlich verabschieden für bis irgendwie so 8:30 circa, je nachdem, wann Marzo da ist.
werde ich dann da wieder ein paar 1v1 spielen. Heute Abend. Und dann will ich mich von euch allen verabschieden. Bis heute Abend oder so, ne? Ciao. Ciao. Oh. Wunderbar.